Es gibt nichts Schöneres, wenn Mitarbeiter die gleichen Werte vertreten, die man auch selber hat. Weil dann kann man sich als Chef ein bisschen zurücklehnen. Und genau das passiert heute. Milos hat wieder eine Aktie ausgewählt. Ich hätte es nicht besser machen können. Lassen Sie sich selber überzeugen. Aber vorher noch eine kleine Bemerkung. Milos hat jetzt zweimal Firmen in der Größenklasse Large gewählt. Das ist die kleinste Größe, die ich einem Laien für sein Portfolio empfehle. In der Regel kaufe ich extra Large Unternehmen oder sogar extra, extra Large Unternehmen. Aber ich habe ja schon 40 Aktien oder deutlich mehr sogar schon als 40 Aktien. Und da ist auch eine Large Firma durchaus eine interessante Diversifikation. Gerade wenn es um Fische geht, um Nahrungsmittel geht, um eine blaue Zukunft, wie das Unternehmen so schön sagt. Aber lassen Sie sich von Milas selber überzeugen. We're inside yet again, but this time it's because that breeze from last week I told you about turned into rain. That's kinda okay if you think about it. I like to make these videos themed, and the weather seems a bit Norwegian, just like the OBX index we have in this week. When you look at the combined top list, there is one company that has all its ranks green, and that's Marine Harvest, packaged foods and meats. The ranks have been good for the previous couple of years. And what's interesting, the growth is getting bigger and bigger over the years and has now reached 91. Combined is 100. I'm gonna look around and see what they do, and the website is the right place to start. The first thing that I saw here is that they have a special menu item called Planet. And as we support all things green, I think they've just checked a point with me. There is a fun chart showing carbon footprint among different meat types, and another one showing that we're not utilizing water food production enough. The change of that they call the Blue Revolution. As you can see here, they make different types of fish products under these brand names. It's not about whether you like fish or approve of eating meat in general, it's about securing food for the future. And I believe this is one of the good ways. With that in mind, and of course the good ranks, I think that Marine Harvest is one of the good companies to invest in.